Mein Name ist Knut Korker. Wir reden heute über Risiken beim Kauf einer Immobilie. Ich habe hier den Sascha Beike, ein sehr guter Freund von mir. Sascha ist Spezialist für die Bewertung, die technische Bewertung von Gebäuden. Und er wird diese Serie mit uns gemeinsam begleiten und wir werden mal den Baukörper durchleuchten, wo es alles Risiken gibt, die dir vielleicht noch gar nicht so bekannt sind, die du aber unbedingt betrachten solltest. Da habe ich gleich noch eine Frage, Sascha. Erzähl uns doch mal, wer beauftragt dich und was ist so deine Tätigkeit, so mal als kurzen Abriss. Beauftragen tut mich große institutionelle Auftraggeber, die groß im Immobilienbereich investieren. Teilweise auch kleinere Unternehmen oder auch private Leute, die Immobilien kaufen. Das sind teilweise Mehrfamilienhäuser oder auch Wohnungen im Einzelnen. Und die wollen natürlich wissen, was vor einem Verkauf oder einem Kauf des Gebäudes für Mängel auftreten, was für Risiken da sind und mit welchen Kosten ich halt kurz-, mittel- und langfristig rechnen muss, je nachdem, was ich für eine Strategie habe bei der Immobilie. Mhm. Die Zeiten, Sascha, kurzfristig, mittelfristig, langfristig, bedeutet, was hat der Käufer für ein Ziel mit der Immobilie? Genau, also kurzfristig ist so ein, gleich, also jetzt dieses Jahr, nächstes Jahr. Also der will jetzt kaufen, will was machen und das gleich wieder verkaufen. Genau. Und dann kann er sich die Investitionskosten ausrechnen. Genau. Und wenn er die Immobilie, sag ich mal, fürs Rentenalter nimmt. Dann natürlich langfristig, weil die Verträge von den Krediten laufen ja meistens 10, 15, 20 Jahre. Dann sollte man schon auch das Risiko auf diese Zeit erweitern und gucken, was dann dort an Kosten anfällt, um das Risiko über die lange Zeit abzufedern. Dann ist es ja wichtig für dich als Käufer der Immobilie eben genau zu wissen, welches Bauteil hat welches Risiko und was kostet mich das. Wir haben uns heute hier zusammengefunden. Es ist die erste, ich sag mal, Informationsveranstaltung, die wir hier machen. Und wir haben uns das Thema Fenster ausgesucht. Fenster gibt es in jeder Wohnung. Und es ist natürlich die Frage, wenn ich jetzt eine Eigentumswohnung kaufe, gehören die Fenster zum Sonder- oder zum Gemeinschaftseigentum? Das bedeutet, Sondereigentum ist die Wohnung, dafür bist du als Eigentümer verantwortlich. Ist es Gemeinschaftseigentum, dann macht es die Gemeinschaft. Und dann kommt nur der Anteil auf mich zu. Das findest du in der Teilungserklärung, ja. Stimmt, Sascha? Da ist das hinterlegt und dann kann man das machen. Kaufst du die gesamte Immobilie, sind die Fenster sowieso drin. Wenn wir jetzt bei den Fenstern sind, Sascha, gib uns doch mal einen Überblick, was gibt es überhaupt für Fenster? Also es gibt unzählige Arten und Vielfalt von Fenstern, angefangen von Holzfenstern über Kunststoff, Alu-Holz in Kombination, Alufenster, dann gibt es auch noch Stahlfenster oder Stahlglas, was hauptsächlich bei großen Einkaufshäusern oder Markthallen genutzt wird. Das Ganze in Kombination, unendlich viele Varianten und also die Auswahl ist wirklich sehr groß. Mhm. Ich würde vorschlagen, Sascha, wir gehen einfach mal durch. Du hast ja ein paar Bilder mitgebracht aus deiner Tätigkeit und erzählst uns was dazu. Wir blenden die mal ein und wir schauen mal, was da so für Fragen entstehen. Gerne. Fangen wir bei dem Holzfenster mal an. Gut. Sascha, woran erkenne ich ein Holzfenster? Du hast ja ein schönes Bild mitgebracht. Also Holzfenster, in der Regel kann ich es ganz einfach an der Ecke des Fensters unten, oben, rechts, links erkennen. Die Naht ist stumpf gestoßen. Und weil das Holz halt entsprechend so bearbeitet werden kann und muss, das ist hier dann ein Indiz dafür, Holz verbaut zu haben. Okay, na, das ist ein Lärchefenster, hast du uns das gesagt? Genau, das ist hier Lärche, das ist relativ noch fest von der Qualität her gut. Es gibt natürlich unterschiedliche Qualitäten an Holz und wir sehen auch gleich mal den Aufbau im nächsten Bild. Die sind nicht mehr wie früher in Vollholz gefertigt, sondern die sind halt mit verschiedenen Elementen geschichtet, sodass ich auch teilweise mal einzelne Bereiche austauschen kann. Mhm. Das habe ich bei mir zu Hause auch schon machen müssen. Da wird einfach dann was rausgefräst, neu eingesetzt.
Und dann habe ich sozusagen in den Bereichen wieder das Fenster instand gesetzt. Mhm. Da haben wir hier Zweifachverglasung. Genau. Und hier hast du noch eins mitgebracht. Das ist Dreifachverglasung. Das ist teilweise jetzt schon kostengünstiger, obwohl, ne, also weil das ist Standardproduktion im Moment. Die stellen alle drauf um und das ist natürlich vom Schallschutz her wesentlich besser. Und auch vom Einbruch her ist es da schon eine, wenn höher, von der Einbruchklasse her. Und hier sieht man nochmal ganz extrem halt die verschiedenen Schichten der Brettschichte. Und dann sieht man auch hier den Wetterschenkel links, der ist auch sozusagen angeleimt. Wenn der mal, das sehen wir nachher in anderen Bildern noch, wenn der mal durch Witterungseinflüsse beschädigt ist oder vergammelt, kann man den hier auch bei solchen Fenstern leichter austauschen. Hm. Man muss halt nur schauen, dass es wirklich nur dieses Wetterschenkel ist. Okay, ne? Hier sieht man zum Beispiel, ja, dieses erste Bild, wo man langsam schon was am Fenster hätte tun müssen. Die Farbe ist abgeblättert, das Holz guckt raus und die ersten Risse entstehen. Hier hätte schon mal... Zumindest der Farbanstrich erneuert werden müssen. Farbanstrich, und wenn aber zu viele Risse drin sind, sollte man schon gucken, dass man halt das auch schleift, eventuell spachtelt, weil Farbe auf Farbe bringt nicht immer viel. Ne? Okay. Ach, hier haben wir ein schönes Beispiel. Das ist innen oder außen? Das ist innen. Okay. Das ist halt vom Tauchwasser, ist das nicht abgewischt worden, das ist runtergetropft und hat das Holz hier beschädigt. Da hätte natürlich innen auch eine Holzbehandlung erfolgen müssen und nicht nur einmal, sondern regelmäßig, teilweise mit Öl. Das Holz, was hier ist, ist sozusagen innen nicht lackiert, sondern ist einfach geölt. Hätte man nachölen sollen. Das heißt also, Holz muss ich immer entweder ölen, lackieren oder beschichten? Genau. Ja. Also man sollte es hier in der Regel alle 2 Jahre wirklich prüfen. Es sei denn, ich habe so einen Wetterschutzschenkel, der ist hier aus Alu, schützt den unteren Wetterschenkel. Den oberen gibt es auch welche, die schützen sogar beide. Dann hätte ich natürlich ganz wenig Aufwand. Dann bräuchte ich die Wetterschenkel in den Jahren nicht zu prüfen. Ich mache höchstens mal das Blech sauber. Aber ansonsten ist es schon wichtig, alle 2 Jahre wirklich zu gucken, ist das Holz noch in Ordnung. Denn wenn ich es verpasse, dann kann es sein, dass der Aufwand höher wird. Ich dann auch austauschen müsste gegebenenfalls. Oder das ganze Fenster sogar wirklich wechseln. Okay. Ne? Und so die Wartung, was Sie so sagen, also was du sagst, sorry, ja. was kostet das in etwa? Was muss man da rechnen? Wartung kostet so, kann man kalkulieren, pro Fenster zwischen 10 und 15 Euro. Okay. Und das ist aber auch ein guter Preis, man sagt, über die ganzen Fenster, Mehrfamilienhaus, ist das jetzt nicht der große Wert. Mhm. Aber er bringt schon viel. Ohne die Farbgebung. Ohne die Farbgebung, okay. Ne? Die kommt noch dazu. Das ist, wenn man den Wetterschenkel immer nur streichen muss, weil man immer guckt und die Kontrolle macht dafür, dann ist der Aufwand da auch relativ gering. Wenn man zu lange wartet, wird der Preis fürs Anstreichen immer mehr. Und dann auch der Aufwand, weil ich es halt schleifen und eventuell noch spachteln müsste. Okay, okay. Und wenn ich es aber alle 2 Jahre mal mache, dann kann es der Hausmeister vielleicht auch sogar tun, der einfach nur mit dem Pinsel darüber geht und das dann in Stand setzt. Und die Wartung der Fensterscharniere und der Mechanik, das sehen wir nachher auch noch ein Bild dazu, die sollte auch schon jetzt nicht alle 10 Jahre durchgeführt werden, sondern in der Regel 2, 3 Jahre, dass man dort auch die Funktion des Fensters erhält. Okay. Jetzt haben wir hier noch, das kenne ich aus meiner Kindheit, ein altes Kastenfenster. Das kenne ich mit meiner Oma, ja. Die findet man nicht mehr so oft, ne? In Denkmalgebäuden höchstens, ja. Die findet man in Denkmalgebäuden hauptsächlich, wenn die Denkmalschutzämter sagen, das soll bestehen bleiben. Aber dann auch nur der Fall, wenn die wirklich noch zu bearbeiten und zu erhalten sind. Wenn die wirklich schon, es gibt Fenster, andere, die ich gesehen habe, die völlig desolat sind, wo man einen Finger reinstechen kann und dann ist man durch. Okay. Da muss man mit dem Denkmalschutzamt reden, was man dort machen kann. Teilweise werden auch die äußeren Fensterrahmen stehen gelassen und der innere wird rausgenommen und da wird ein neues Isolierglasfenster eingebaut, sodass von außen der Schein des Alten gewahrt bleibt und aber die sozusagen Wärmetechniken dort im Inneren umgesetzt werden können. Das ist so ein Punkt. Ja. Was wir vorhin hatten, ne? Fenster mit dem Holz, ja? Das genau. Tauwasser. Genau, das passiert natürlich auch bei Kunststofffenstern. Das hier ist zum Beispiel ein Kunststofffenster. Nee, ich sehe gerade, das ist ein Holzfenster, sorry, am hinteren Stoß sehe ich das. Das
fällt natürlich in Zeiten Frühjahr und im Herbst so ein bisschen an, wenn außen die Temperaturen anders sind als innen. Und das sollte man schon mit einem Schwamm wegwischen, weil hier haben wir zwar eine schwarze Gummilippe, die den Schimmel sicherlich da mehr vertuscht. Bei der weißen sieht man dann noch schnell den schwarzen Schimmel. Mhm. So, und es wird natürlich dann auch das Innere des Holzes kaputt machen. Und das heißt, da müsste man den Mieter oder wenn man selbst drinnen wohnt, darauf hinweisen, das jedes Mal wirklich wegzuwischen. Ne? Okay. Ja, hier haben wir nochmal ein schönes Beispiel. Ne? Ja, du sagst es, das sind, der Wetterschenkel ist schon sehr beansprucht, ja, also hätte schon längst gestrichen werden müssen. Und das Scharnier hier, man sieht es nicht ganz so doll, beim nächsten Bild besser. Die sind ein bisschen verdreckt und die Wartung war hier sicherlich auch schon längere Jahre her, vielleicht auch gar nicht. Und es wird oftmals bei den Häusern, die ich sehe, wenn man nachfragt, wann war jetzt die Wartung, sagt einem jeder, weiß ich nicht, war noch keine. So, und das ja, dann klemmt es, dann wird es immer schwieriger, ich kenne das auch. Genau, es klemmt, es wird schwierig und könnte auch sein, dass dann auch Funktionen ausfallen und dann das Fenster nur noch mit Gewalt öffnenbar ist und das muss ja nicht sein. Okay. Also, ja, das ist auch ein älteres Fenster, das ist, wobei, ja. Hier haben wir mal so ein Ornamentglas oder Bleiglasfenster im Treppenhaus, das ist aber eins der wirklich schicken und gut aufbereiteten oder neu gebauten, die ich aber, weil so einfach verglast sind, nur im Treppenhaus nutzen. Ja, sonst ist klar. Ne? Okay, super. Also ich fasse das mal grob zusammen. Ja. Bei Holzfenstern wird eine Wartung empfohlen, so alle 2-3 Jahre. Ja. Und wenn das Fenster tiptop in Ordnung ist, dann muss ich damit rechnen, ich sag mal so um 10, 15 Euro für die Wartung von dem Fenster, je nach Größe und was es so hat. Und wenn ich jetzt eine Wohnung habe oder ein Haus und will das 20 Jahre halten, dann kannst du dir das selbst ausrechnen. Ja, die 20 Jahre, wenn du das alle 2 Jahre machst, musst du also 10 Mal warten, dann kommen 150 Euro pro Fenster auf mich zu, zuzüglich, ja, ich muss mal streichen oder irgendwas. Ja, genau. Ne? Aber dann habe ich zumindest eine Größe und wenn ich ein Haus mit 30 Fenstern habe, ist das ja auch schon mal kommt entsprechend das alles an. Die meisten vergessen. Und deswegen sollte man, machst du sicherlich auch, sagst deinem Kunden Bescheid, macht eine Rücklage und stellt die jährlich oder monatlich ein, damit man solche Sachen eventuell dann abfedern kann. Jetzt haben wir noch die größte Gruppe der Fenster, also die ich so kenne, Kunststofffenster, Sascha. Ja, ich habe hier mal, oder du hast mitgebracht hier ein schönes Bild, mal ein anderes im Treppenhaus. Genau. Wo ein Kunststofffenster ist. Woran erkenne ich die Kunststofffenster, Sascha? Du hast das Bild weitergemacht, genau. Das ist, hier sieht man, was wir vorhin anders hatten, den geraden Schnitt. Hier ist der vertikale oder diagonale Schnitt. Der 45-Grad-Schnitt, der sozusagen diese Profile zusammenbringt, damit ich sozusagen einen umlaufenden gleichen Verlauf habe des Profils und nicht gestoßen, weil dann habe ich mich in Wärmebrücke. So ist es in der Regel bei den Kunststofffenstern, dass ich hier diese Sicht habe und ganz schnell das entdecken kann. Ne? Das Scharnier, was hier ist, natürlich auch schon in die Jahre gekommen, nicht gewartet worden. Also wie das Fenster aufgeht, weiß ich gar nicht mehr. Vielleicht ging es auch gar nicht mehr auf. Aber das ist so ein Indiz. Hier sollte man wirklich mal gucken. Ja, da gibt es hier die Querschnitte unterschiedlich mit einem Stahlrahmen oder einem Aluminiumrahmen innen drinne als Versteifung. Dann ist hier Dämmung drinne und ein bisschen Versteifung durch den Stahl. Aber eine Dreifachverglasung, das ist beim Kunststoff auch wie gesagt gängig. Die günstigeren gibt es dann für 2 im Baumarkt auch. Ja, kann ich die auch schon recht günstig kriegen. Hier ist mit guten Dämmeigenschaften, da habe ich sozusagen den Innenraum ausgeschäumt und unten noch eine Versteifung durch eine Holzlatte. Da. So, hier hast du ja auch wieder ein Fenster. Ja, das haben wir auch schon gesehen übrigens ja, in der Wohnung. Also ja, muss man wirklich hinschauen. Das ist, also macht, wenn ihr in ein Haus reingeht und guckt euch die Fenster an, macht sie auf, probiert das Rum- und Umklappen des Griffes, das Machen, das Kippen und dann macht es wirklich beim Aufmachen, guckt mal unten in die Lippe rein. Wenn das wirklich, die Lippe doch schon hart ist, bringt sie nicht mehr viel. Und wenn der Dreck da ist,
ja, dann ist ein Indiz, es wurde lange nicht mehr was gemacht. Aber Kunststofffenster verlieren auch den Weichmacher, oder? Ja, also über lange Zeit hinweg ist dann gerade ein Kunststoff der Weichmacher, der durch die Sonneneinstrahlung natürlich rauskommt. Wobei das Fenster natürlich schon recht lange hält. Aber irgendwann, sicherlich bei den schlechteren Qualitäten, kann es sein, dass dann irgendwann eine Sprödheit eintritt und dann irgendwo ein Bruch passieren kann oder eine Ablassung. Ich hatte das auch mal, wenn ich das anmerken darf. Wir hatten auch ein Haus gekauft und die Fenster sind Anfang der 90er eingebaut worden. Nie justiert worden. Ja. Und als ich dann durchgegangen bin, kannst du sagen, 60-70% der Fenster haben sich kaum noch schließen lassen. Ja. Im Kippen hat es geknackst und dann war bei vielen Fenstern richtig auch die Naht aufgerissen. Wahrscheinlich, weil die dann, es ging nicht mehr leicht zu, ja, so also schön fluffig, die haben das dann zugeschlagen und die Mieter interessiert das meistens nicht. Und da hatten wir dann doch einiges an Fenstern und Profilen eben austauschen müssen. Richtig. Ja. Gerade wenn an der Naht das reißt, und da ist es natürlich der vorrangig, der erste Punkt, der reißt, ne, dann ist natürlich das Fenster eigentlich nie mehr zu gebrauchen. Dann kann ich es nur noch rausnehmen und neues reinsetzen. Aber sag uns nochmal, Sascha, das habe ich von dir gelernt, gerade bei Kunststofffenstern oder bei neueren Holzfenstern mit einer Thermoverglasung, wo kriege ich denn her das Baujahr? Wann sind die eingebaut worden? Also, da sehen wir das Bild vielleicht hier. Normalerweise sollten alle Fenster, die neu mit Zweifachverglasung oder Dreifachverglasung eingebaut worden sind, eine Beschriftung in diesem Fenster Innenteil haben, das heißt also im Zwischenraum. Da steht dann, wie hier zum Beispiel, wirklich das genaue Datum, wann es hergestellt wurde. Mhm. Also nicht der Einbau, aber der Herstellungszeitraum. Ja. Und dann natürlich ein paar Monate oder Wochen später der Einbau selber. Oftmals muss man ein bisschen suchen, da ist es nicht im unteren, oberen Bereich, da muss man ins Betriebsfenster gehen, aber in der Regel ist es dort zu erkennen. Okay, na, hier hast du auch wieder ein Fenster mitgebracht, ja, was nicht mehr so schön aussieht. Nee, da ist unten schon die Lippe ein bisschen weg oder ist neu noch angemacht worden, dran gemacht worden, weil halt dann doch das Fenster ein bisschen undicht war, aber man sollte halt immer gucken, dass der Zwischenraum auch sauber bleibt. Ne? Dann haben wir Sascha noch. Ja, wir haben noch andere Fenstertypen, aber mir fällt gerade ein, wenn wir jetzt im normalen Baukörper sind, ich sag mal, Dachfenster haben wir ja auch noch. Ja, viele Dachfenster, gerade bei den Mehrfamilienhäusern, die jetzt nachträglich noch ausgebaut worden sind im Dach, haben natürlich viele Dachflächenfenster, die schon mit einem bestimmten Auge betrachtet werden müssen, weil die in der Schrägen sind und oftmals gerade im Dach Tauwasserbildung kommt. Und die sind auch Holz und Kunststoff? Die sind Holz und Kunststoff hauptsächlich. Mhm. Die neueren werden jetzt teilweise wieder nur in Kunststoff gebaut, weil doch die Probleme mit Holzfenstern sehr weit verbreitet sind und durch die Mieter oder Bewohner sozusagen nicht pfleglich umgegangen wird teilweise und man dann halt nach 15 Jahren die Dinge austauschen müssen. Okay. Hier sieht man so einen Punkt, wo halt das Tauwasser einfach nicht weggewischt wurde. Gerade in diesen Ecken, das wird dann richtig schön schwarz dort und irgendwann fault es halt durch und es kommt noch Wasser von oben rein. Hier eine andere Ecke, die dann sozusagen mal behandelt wurde oder wo das Wasser wieder abgetrocknet ist, es ist halt recht schwer. Sowas sieht so aus, ne, als wäre das nie gestrichen worden. Also es ist einmal vielleicht am Anfang, hat es einen Grundanstrich gehabt oder eine Lackierung, die ist einfach mal weg oder wurde halt gar nicht gemacht. Wenn es im Bauhaus gekauft wird oder im Supermarkt hier, do it yourself, dann müsste man schon mal noch einen Anstrich draufbringen. Jetzt haben wir noch ein paar Spezialfenster, Sascha. Ja. Alufenster, Stahlfenster, vielleicht kannst du da noch mal was erzählen. Du hast ein schönes Bild mitgebracht. Ja, das sind hier reine Alufenster neuer Art, die auch mit Dreifachglasung natürlich dann die ISO-Werte erreichen für die Wärmedämmung und auch für den Schall. Hauptsächlich im größeren Schaufensterbereich. Die sind ja aber dann so gut wie wartungsfrei, ne? Bis auf die Profile, also bis auf die Scharniere. Ne? Also da brauche ich jetzt nicht groß, ja, den Dreck mal wegwischen vielleicht. Ne? Beim Fensterputzen kann ich es mitmachen und dann ist es gut. Okay. Ja? Ich habe natürlich auch dann hier noch ein Bild vor einem kombinierten Holz-Aluminium-Fenster. Außen ist das Alu. Gegen den Schutz vor Sonneneinstrahlung und Wetter und Regen. Und innen ist das schöne Holz, was dann sozusagen das wohlige Gefühl der Leute innen, die dann schon das Holz haben wollen, darstellt. Ist halt nur eine teure Variante, die ich dann aber wahrscheinlich nur im Einfamilienhaus habe. Und hier ist noch ein zweites mit Zweifachverglasung, gibt es natürlich auch.
wie gesagt, hinten das Schichtholz entsprechend aufbereitet und verkleidet. Ja, und dann gibt es noch die Variante für große Eingangshallen, Hotels, Shopping Malls, die natürlich dann eine Art Stahlglaskonstruktion oder eine Aluminiumglaskonstruktion aufstellen. Ja. Ah, hier hast du noch mal was ganz Witziges mitgebracht. Was ist das, Sascha? Selten, selten, aber es gibt es noch ab und zu mal. Das sind einfach Betonsteine mit einfach Glas gefüllt. Mhm. Und mehr ist das nicht, nicht zum Öffnen. Und einfach nur für Treppenhäuser gedacht gewesen, früher als künstlerisches Element. Mhm. Ja, zu den Dachfenstern habe ich noch eine kleine Geschichte. Kann ich mich erinnern, ist glaube ich schon wieder 5, 6 Jahre her. Ja, da hat ein Kunde eine Wohnung gekauft in einem Dachgeschoss und das waren ähnliche Bilder, wie du dort hattest. Und ja, das ist einfach schön gerettet worden, ja, wurde kein Risiko eingerechnet. Und nach ein paar Jahren sind die Fenster dort wirklich komplett durchgefault. Ja, die waren auch nicht zu reparieren. Ich glaube, das waren auch so Baumarktfenster. Ja. Und der Austausch dieser Fenster war extrem aufwendig. Ja. Also es musste der Dachdecker ran, die haben von außen einrüsten müssen, Dach aufnehmen, dann das Fenster raus und wieder einsetzen. Ich glaube, das waren für die Dachgeschosswohnung 30.000 Euro, was auf die zugekommen ist. Und das ist ja so ein Risiko, was man in irgendeiner Weise vermeiden sollte. Das ist richtig. Also sollte man vermeiden, gerade wenn man so eine Wohnung sich anschaut, wirklich auch solche Fenster sind bewegliche Teile. Und sind, da sie in der Außenhaut des Hauses stecken, schon sehr risikobehaftet. Und da ist ein besonderes Augenmerk drauf zu setzen, dass halt diese Fenster auch wirklich in Ordnung sind und gepflegt werden. Ansonsten habe ich halt das Problem, dass ich sie dann austauschen müsste. Und das bei gerade Dachgeschosswohnungen doch mit einem größeren Aufwand, wenn ich nicht von innen das machen kann, sondern nur von außen, dann ist das schon ein Risiko, was ich tragen muss oder vorher kalkulieren muss. Ne? Hm. Ja, okay. Ja, dann hast du ein schönes Fenster zum Abschluss mitgebracht, Sascha. Unser Urlaub. Also, gut, wenn man in Urlaub fährt und hat so ein tolles Fenster, sicher wartungsaufwendig, schätze ich mal, aber es ist dann, glaube ich, für den Urlauber relativ uninteressant. Ja? Genau, dann sollte man sich da keine Gedanken machen. Weil... Und die Herzchen zeigen ja, dass das ein bisschen Glück bringen soll. Also vielen Dank an dieser Stelle erstmal, Sascha, dass du uns da ein bisschen Input gebracht hast. Genau. Ich hoffe auch, dass euch das allen ein Stückchen weiterbringt und dass ihr dieses Risiko bei der nächsten Besichtigung einer Wohnung oder eines Hauses, was ihr kaufen wollt, nicht aus den Augen lasst. Also seid immer wachsam, schaut euch alles genau an und umso mehr ihr wisst, umso fitter ihr seid beim Kauf einer Wohnung, eines Hauses, umso geringer ist das Risiko. Ich wünsche euch viel Erfolg und wir machen demnächst weiter, Sascha. Und Thema sind Türen. Ich hoffe, dass ihr wieder dabei seid. Und wenn euch das gefallen hat, dann würden wir uns freuen, wenn ihr uns drunter die Daumen nach oben gebt. Genau. Und wir sehen uns bald wieder.